Und somit herzlich willkommen zur nächsten Mod-Vorstellung mit mir, Sachsen-Netzplayer. Wir gucken uns den Deutz DX90 an für einmalige 13.500 € Anschaffungskosten sowie 35 € Unterhaltskosten am Tag. Dazu gibt es einmal das Deutz DX90 oder die Deutz DX90 Mischschaufel und die Deutz DX90 normale Schaufel für nochmal einmalige 2.860 und 2.140 €. Modell und Textur. Ja, hier haben wir das gute Stück, das sieht so mal soweit in Ordnung aus. Die Reifen gefallen mir sehr, Deutz ist vorne dran, Kennzeichen ebenfalls, schöne Texturqualität. Natürlich jetzt hier bei den Frontlader ist das ganze Stoll ein bisschen verpixelt, aber ansonsten gibt es hier auch im hinteren Bereich nicht viel zu beklagen. Im Innenbereich kann man die Armaturen, wie gesagt, sehr schön erkennen. Wirklich, das gefällt mir sehr. Ja, an sich alles nette Sache und somit gibt es auch für Modell und Textur 5 von 5 Sternen. Kommen wir mal zu den Funktionen. Das normale Fahrtlicht über die Taste F, hinteres Arbeitslicht gibt es soweit, null? Ja. Genau. Also normales Fahrtlicht über die Taste F. Ja, ist ja gut. Lichtskript ist verbaut über die Taste Num 2, Num 1 und Num Nummer 3. Dann können wir die Heckscheibe öffnen über die Taste Numpad Nummer 5. Über die Taste Numpad Nummer 4 können wir vorne den Frontlader aktivieren bzw. deaktivieren. Also eine Sache wird er nicht gebraucht, einfach ausblenden lassen. Über die Taste Numpad Nummer 7 können wir die linke Tür öffnen. Über die Taste Numpad Nummer 8 vorne die Scheibe. Über die Taste Numpad Nummer 9 die rechte Tür. Mit der Taste 9 können wir hier vorne wieder unser Gewicht extra dranhängen. Bis zu 9 Mal ist das dementsprechend möglich. Und ansonsten einfach mit dem Frontlader an die Schaufel ranfahren, Q drücken. Und dann dementsprechend mit der Maus hoch und runter bewegen. So, kommen wir mal zur Fahrphysik. Die war ja schon beim letzten Mal eigentlich nice. Also er fährt langsam an, wird dann immer schneller. Jetzt weiß ich übrigens, wo das Problem hier dran ist. Ich hatte das HUD ausgeblendet. Verzeihung. Ja, Fahrphysik ist soweit in Ordnung. 30 km/h Maximalgeschwindigkeit. Motorsound war hier schon beim letzten Mal sehr nice. Hat sich auch wieder nichts Großartiges verändert, um es mal so zu sagen. Alles weitere nice, ohne Probleme. Das Arbeitslicht können wir noch über die Taste Nummer 6 aktivieren bzw. deaktivieren, bevor ich das vergesse. Ja, ansonsten wunderbar, somit gibt es auch für die Funktionalität 5 von 5 Sternen. Der Lok ist damit nämlich auch komplett fehlerfrei gewesen, hat sich nichts verändert. Somit gibt es auch für Lokfehlerfreiheit 5 von 5 Sternen. Persönliche Meinung, ja, was soll man ja dazu sagen? Nettes Gefährt, wirklich nettes Gefährt. Und ja, für alle die, die halt sich noch auf diese alten Deutz freuen oder Fans davon sind, ist der Mod auf jeden Fall zum Zuschlagen. Zum Zugreifen, ja, um es mal politisch korrekt auszusehen, auszudrücken. Sehr gut geeignet. Somit gibt es auch für persönliche Meinung 5 von 5 Sternen. Somit kommen wir auf ein Gesamtergebnis von 20 von 20 Punkten. Das Ganze durch 4 ist 5, also eine Gesamtbewertung von 5 von 5 Sternen. In dem Sinne wollt ihr euch den mal downloaden. Link da in der Beschreibung beim Modder bedanken bzw. Verbesserungsvorschläge für die nächsten Versionen dalassen. In dem Sinne danke ich fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Haut renne. Tschüss.